Hallo und einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen Devisenradar am Mittwoch, dem 28. Januar. Ich grüße Sie hier bei JFD Brokers wieder am heutigen Tag, der sicherlich noch einige Spannung bereithält. Wir haben untertags jetzt nicht die Riesendaten zu erwarten, aber heute Abend kommt 20 Uhr der FED-Zinsentscheid, beziehungsweise eine Entscheidung wird es weniger geben, aber vielmehr Statements über die Lage, über die möglichen Leitzinsambitionen in Sachen Anhebungen im kommenden bzw. in den kommenden Monaten oder im laufenden Handelsjahr. Die Andacht dahingehend, dass die Zinsen eben steigen sollen, ist ja gegeben. Vielleicht gibt es hier ein paar konkrete Aussagen dazu. Das könnte dem Markt sicherlich hier auf die Sprünge helfen. Dann aber im Nachgang eine Stunde später, also 20 Uhr, ich zeige Ihnen das gerade, 20 Uhr. Mitteleuropäischer Zeit tagt die FED und 21 Uhr die Notenbank Neuseelands. Dann gibt es hier ein Stück weit später sogar noch das Handelsbilanzsaldo, also hier tatsächlich eine reichhaltige Agenda, wenn man es denn so sehen will. Der Neuseeland-Dollar selber, schauen wir da kurz auf den Wochenchart, kommt hier sehr, sehr dürftig daher. Wir hatten das Paar auch unlängst schon mal im Devisenradar. Wir haben hier eine ganz, ganz markante Unterstützungszone hier im Bereich knapp über 77,077 gebrochen. Haben jetzt hier mehr oder weniger den Notstand, eine traghaltige Unterstützung auszumachen. Rückblickend hier auf die letzten Handelsjahre lässt sich hier im aktuellen Bereich durchaus eine Zone lokalisieren, würde ich sagen, die hier möglicherweise für eine Stabilisierung dient. Aber, großes Aber, das generelle Bild ist hier weiter bärisch und Sie wissen, dass die Notenbank Neuseelands natürlich auch hier eine Aufwertung oder einer Aufwertung vielmehr negativ gegenüberstand. Und das führt auch dazu, dass wir hier im letzten Jahr im Sommer auf dem Weg zu neuen Allzeithochs hier dann kläglich scheiterten, als nämlich hier die verbalen Interventionen immer mehr zunahmen und dann auch Aktivitäten in Sachen realer Interventionen hier seitens der Notenbank Neuseelands stattfanden. Und insofern hier tatsächlich eine initiierte Abwärtsbewegung der Neuseeland-Dollar also hier im tiefen Rausch begriffen. Aktuell, wie gesagt, aber eine interessante Zone, die hier durchaus Reaktionspotenzial kurzfristig nach oben auslösen könnte. Tagesschart ganz kurz, bevor wir uns dann heute im Intraday-Chart widmen. Wir sehen hier ja die letzten Tage deutlich unter Druck geraten. Hier auch diese Zone knapp über 0,77, diesen Horizontalbereich. Grundsätzlich war das eine Art Range, aber eine Art Range mit, das sehen Sie auch hier schon an den tieferen Tiefs, eine Art Range mit einer Abwärtstendenz. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Und man konnte dann hier auch sogar eine Art Abwärtstrendkanal projizieren, der sich hier dann eben mit dem jüngsten Unterschreiten sogar noch zuspitzte. Und jetzt sehen wir eben hier seit den letzten 3 Tagen einen leichten Erholungsimpuls. Der könnte hier im Bereich 0,75 plus etwas stoppen, eben hier im Bereich dieser unteren Trendkanallinie. Wenn es denn hier signifikant über 0,75 geht, dann wäre sogar erhöhtes Reaktionspotenzial möglich, aber es scheint vielmehr so, als würden wir hier in Bälde wieder abdrehen. In Bälde heißt jedoch nicht heute, denn wenn wir uns den Stundenchart anschauen und hier eben auch die letzten Handelstage, machen wir das Bild mal groß, dann wird deutlich, dass wir ja eine Erholungsbewegung sehen. Sukzessive, nicht übermäßig stark, aber eine leichte Erholungsbewegung, die allerdings heute auch noch insbesondere, und das mag jetzt an dem Notenbanktermin liegen oder nicht, aber hier eine ganz, ganz starke Unterstützung fährt im Sinne der Wochentagstendenz. Der Mittwoch hier beim Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar, auch Kiwi in Händlerkreisen genannt, hat hier insbesondere am Mittwoch mit 58% positiver Schlusspreis eine ganz, ganz klare Signifikanz nach oben. Sie sehen, die restlichen Tage sind hier alle deutlich unter 50, insbesondere Freitag mit nur 39%, Schrägstrich Montag 43. Das sind sehr, sehr schwache Daten unterhalb von 45, aber 58 ist eine Hausnummer und auch im Overall View. Hier also mit Blick auf die letzten 15 Jahre sind 53% durchaus eine starke Hausnummer, die für heute also weitere Impulse nach oben zulassen könnten. Wir sehen hier einen Art kurzfristigen Aufwärtstrendkanal im Stundenchartintervall, haben hier allerdings einen Widerstandsbereich. Den gilt es jetzt zu brechen. Da sollte man darauf achten, geht der Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar hier drüber. Machen wir also heute neues Tageshoch oberhalb von 0,7482. Sieht es ganz gut aus, dass wir das Resistance Level 1 0,7484 Schrägstrich dann eben hier auch auf Tagesbasis in die Widerstandsregion um 0,7785 vorstoßen. Das ist ja definitiv die Zielzone des heutigen Tages. Also hier durchaus noch einiges an Pips zu erwarten. Der Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar selbst in Sachen Range heute
58 Pips bislang gelaufen. Der Schnitt, der statistische, bewegt sich so zwischen 80 und 90. Also hier auch noch Potenzial. Es könnte aber aufgrund der positiven Tendenz durchaus noch ein stärkerer Tag werden. Wir haben dann noch auf der anderen Seite, und das will ich Ihnen natürlich auch nicht vorenthalten, heute hier wieder eine positive FTSE-Vektorlogik. Also hier die Tendenzen, die Auswurftendenzen hier im 15-Minuten-Chart-Intervall mit Blick auf den laufenden Handelstag weisen hier eine steigende Tendenz auf, bis eben hier in den Bereich 0,7515 tatsächlich. Also hier die saisonalen und charakterlichen Pattern der Vergangenheit weisen hier auf eine saisonal tendenziell steigende Tagestendenz hin. Das gepaart mit dieser Wochenstärke, mit dieser Wochentagsstärke, spricht durchaus hier für weiter steigende Preise, sofern wir hier ein neues Tageshoch machen über 0,7484, 0,74. 74, das Hoch war 6, 64, genau. Da müssen wir auf jeden Fall drüber. Und wenn das gelingt, dann haben wir es geschafft. Hier ist das Hoch 0,7482, 0,7484 ist der Resistance Point 1, ganz genau. Da müssen wir drüber. Dann haben wir hier durchaus noch 30, 40 Pips Spielraum. Also für den Intraday-Bereich ganz, ganz interessant. Dann, wie gesagt, heute 21 Uhr mal abwarten, was da aus Neuseeland kommt. Das könnte wieder für eine Gegenreaktion nach unten sorgen. Denn, und auch das will ich Ihnen jetzt abschließend präsentieren, die saisonale Vorausschau auf die kommenden 20 Tage weist hier eine ganz klare negative Tendenz auf. Sie sehen ja diesen Fall, also insbesondere heute Abend schon oder Schrägstrich morgen, zeigen die Saisonals nach unten. Und das deckt sich dann hier auch mit dieser schwachen Tendenz. Also nach einem heute positiven Tag könnte es in den kommenden Tagen doch wieder schwächer werden. Also zu viel sollte man nicht erwarten. Aber kurzfristig sehe ich hier doch einiges an Potenzial. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es auch schon gewesen für den heutigen Devisenradar. Wenn Sie mögen, schalten Sie nachher noch zum JFD Live Trading TV ein. Ein bis zwei Sendungen werden da sicherlich noch kommen. Wir kündigen das im Stream wieder zeitgerecht an. Ansonsten bis morgen spätestens 9:30 Uhr zum Devisenradar. Bis dahin und noch einen schönen Tag. Tschüss.